Südkorea entscheidet über seine Zukunft im Großmachtkonflikt zwischen China und den USA. Am 9. März wählen die Südkoreaner einen neuen Präsidenten. Es ist ein Rennen zwischen links und rechts, dessen Ausgang die geopolitische Weltlage beeinflussen wird. Der linke Kandidat Lee Jae-myung und der konservative Anwärter Yoon Suk-yeol stehen für zwei unterschiedliche Positionierungen Südkoreas auf der Weltbühne. Seong Joon-cho, Bloomberg. Für einen strategischen Frontstaat zwischen den Großmächten China und USA leistet sich Südkorea verblüffend entzweiende Präsidentschaftswahlkämpfe. Die Richtungswahlen zwischen links und rechts für den Nachfolger des Amtsinhabers Moon Jae-in am 9. März überraschen selbst altgediente Beobachter. Dieser Wahlkampf ist besonders schmutzig, sagt Bernhard Seliger, Repräsentant der deutschen CSU-nahen Hanseide-Stiftung in Seoul. Am Freitag erhitzte der linke Anwärter Lee Jae-myung die Gemüter. In der Ukraine wurde ein politischer Novize mit sechsmonatiger Erfahrung Präsident und erklärte den NATO-Beitritt, was Russland provozierte und schließlich zu einem Zusammenstoß führte, hatte Lee während eines Fernsehduells gegen seine Konkurrenten, den konservativen Yoon Suk-yeol, gesagt. Yoon bezeichnete Lees Aussage am Samstag auf seinem Facebook-Konto als internationale Blamage. Am selben Tag entschuldigte sich Lee bei der ukrainischen Bevölkerung. Dass sich der Fokus des Wahlkampfs auf das außenpolitische Fingerspitzengefühl der beiden Kandidaten verschoben hat, überrascht nicht. Südkorea stehe geopolitisch vor einer Richtungswahl über sein Verhältnis zu den USA und China, sagt Kim So, Korea-Expertin bei der konservativen amerikanischen Denkfabrik Rand Corporation. Es geht um grundlegende Veränderungen, welche das Potenzial haben, die geopolitische Landschaft in der Region zu verändern. Denn bei Südkoreas Verhalten im Großmachtkonflikt und gegenüber dem atomar bewaffneten Nordkorea weichen die Positionen der Kandidaten deutlich voneinander ab. Zwischen China-Pragmatismus und Bekenntnis zu den USA. Südkorea ist traditionell ein Verbündeter der USA. Doch die Koreaner vergleichen ihr Land gerne mit einer Krabbe, die immer Gefahr läuft, beim Kampf der großen Wale USA, China und Japan zerquetscht zu werden. Der linke Präsident Moon versuchte daher, einen unabhängigeren Kurs zu fahren, der allerdings in den USA und Japan Zweifel an Südkoreas Bündnistreue wachhält. So drängt Moon auf Gespräche mit Nordkorea und unterdrückte dafür im eigenen Land Kritik am nordkoreanischen Regime. Er ging zum Beispiel rechtlich gegen Bürgerrechtsgruppen vor, die Flugblätter in den Norden schickten. Doch vor allem versucht er, zwischen dem einzigen Verbündeten USA und dem wichtigen Wirtschaftspartner China zu lavieren, obwohl Peking Südkorea seit Jahren mit einem Wirtschaftskrieg für die Stationierung eines Abwehrsystems gegen Nordkoreas Raketen bestraft. Gleichzeitig hat sich unter Moon der Geschichtsstreit zwischen Südkorea und Japan zur diplomatischen Eiszeit entwickelt, kleiner handelspolitischer Retourkutschen Japans inklusive. In konservativen Kreisen Washingtons und Tokios hält sich daher die Sorge, dass Südkorea unter einem weiteren linken Präsidenten ins rote Team, also China, abdriften könnte. Der Mann der USA, Yoon Suk-yeol. Der Liebling der USA und Japans ist zweifellos Yoon Suk-yeol, der 61-jährige Kandidat der größten konservativen Oppositionspartei, Macht der Staatsangehörigen. Der Jurist ist zwar im eigenen Lager umstritten. Immerhin hatte Präsident Moon ihn zum Chef der Staatsanwaltschaft der Hauptstadt Seoul ernannt, die Moons konservative Vorgänger ins Gefängnis brachte. Außenpolitisch hat er sich aber in bester konservativer Manier in der amerikanischen Zeitschrift Foreign Affairs klar für die Sicherheitsallianz mit den USA ausgesprochen. Er versprach eine härtere Haltung gegenüber Nordkorea und eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit den USA. Yoon will zudem versuchen, die Beziehungen zu Japan wieder zu beleben, um das latente Allianzdreieck der USA in Ostasien zu vollenden. Ausdrücklich will er daher die Stationierung weiterer Raketenabwehrsysteme nicht ausschließen, ein Schritt, der China provozieren dürfte. Außerdem will er Südkorea zu einem globalen Schlüsselstaat machen, der sich verstärkt im Indopazifik für westliche Werte und gegen Chinas Einfluss stark macht. Ob er seine Agenda verwirklichen könnte, ist allerdings offen. Denn Yoon würde wenigstens zu Beginn seiner Amtszeit einem von den linken Demokraten kontrollierten Parlament gegenüberstehen. Der Mann für den Status quo, Lee Jae-myung. Yoons linker Gegenspieler Lee Jae-myung antwortete am Mittwoch in derselben Ausgabe von Foreign Affairs mit seiner eigenen Position, die Pragmatismus betont. Das Land ist nach wie vor ein Dreh- und Angelpunkt in dem von den USA geführten Bündnissystem, das die liberale Demokratie schützt und das globale Wirtschaftswachstum fördert, beteuerte der 57-jährige Kandidat der regierenden Demokraten. Dann folgte das Aber.
Südkorea stehe vor großen Herausforderungen in seinen Beziehungen zu Nordkorea, China und Japan. Eine starre Ideologie und leere Parolen werden nicht helfen, so Lees Gegenangriff auf Yoon. Was das Land braucht, sind Pragmatismus und die Konzentration auf die Lösung von Problemen. Nordkorea will er mit teilweisen Zugeständnissen für schrittweise Einschränkungen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms belohnen, in den Beziehungen zu China weiter taktieren. Ein offener Antagonismus diene weder den nationalen Interessen Südkoreas noch dem Bündnis mit Washington, schrieb Lee. Die schlechte Beziehung zu Japan schob er allein Tokio in die Schuhe. Gleichzeitig machte er eine kritischere Haltung Japans zu seiner Geschichte als Eroberer kaum verhohlen zur Bedingung für eine engere Zusammenarbeit. Diese weitgehende Fortsetzung von Moons Kurs dürfte in Washington und Tokio weiter für Zweifel sorgen. Präsidentschaftswahlen in Südkorea, das Rennen ist knapp. In welche Richtung Südkorea gehen wird, ist bis jetzt völlig offen. In Korea wird Präsident, wer die meisten Stimmen erhält, unabhängig von den Prozentzahlen. Viele Umfragen sahen das Duo allerdings bisher Kopf an Kopf, jeder mit rund 40% Zustimmung. Yoons Chancen verbesserten sich zwar am Donnerstag. Denn der Kandidat der kleinen oppositionellen Volkspartei, An Kyo-seo, gab bekannt, sich zurückzuziehen und Yoon zu unterstützen. Aber da es noch Bewerber anderer kleiner Parteien um das höchste Staatsamt gibt, deren Anhänger vielleicht am Wahltag noch auf Yoon oder Lee umschwenken, wollten sich die Experten bisher nicht auf einen Sieger festlegen. Ein weiterer Grund sei die Unbeliebtheit von Yoon und Lee, erklärt Kim Doo-yeon, in Seoul ansässige Korea-Expertin am liberalen Center for a New American Security. Zwar sind beide keine klassischen Politiker, was in anderen politikverdrissenen Ländern eher als Vorteil gilt. Aber wegen ihrer Skandale und ihres Mangels an Erfahrung fühlten viele Südkoreaner, dass sie zwischen zwei ungünstigen Kandidaten wählen müssten, so Kim.